Die beliebte ZDF-Serie Traumschiff ist für viele Menschen das Highlight im TV. In der Fernsehreihe geht es um eine Reise auf einem Kreuzfahrtschiff und die Verwicklungen der Passagiere und der Schiffsbesatzung. Und auch zu Ostern legt das Traumschiff wieder ab. Doch diese Folge scheint völlig anders zu werden, als es die ZuschauerInnen gewohnt sind. Denn während es sonst eher um Liebe und Witz in der TV-Reihe geht, soll es in der Osterfolge einen Kriminalfall auf dem Kreuzfahrtschiff geben. In der Vorschau sieht man sogar, wie Hoteldirektorin Hanna Liebhold, gespielt von Barbara Wussow, eine Substanz in ihr Glas gemischt wird. Die Spezialfolge scheint es also ganz schön in sich zu haben. Die Fans dürfen sich außerdem auf ein echtes Star-Aufgebot freuen. Denn unter anderem sind Entertainer Riccardo Simonetti, TV-Koch Nelson Müller und Schauspielerin Simone Tomalla dabei. Auch die bekannten Traumschiff-Gesichter wie Colleen Ullmann-Fernandes und Schlagersänger Florian Silbereisen sind natürlich wieder an Bord.